ihr Lieben. Thomas und ich durften endlich mal wieder raus. Wir sind in Schleswig-Holstein am Angelsee Jevenstedt. Wir haben Mitte Februar, es ist schweinekalt, aber wir sind recht zuversichtlich, dass wir heute ein paar Forellen fangen werden. Wir fahren verschiedene Taktiken, dazu gleich mehr. Wir haben eine Pose als Jug. Pose gucken wir nicht, ne? Oh, aber ist so. Langsam, ich kann ein Biss. Kühlung aufnehmen. Ist eine Bienenmade dran. Ah. Jo, okay. Kleiner Saibling, sehr schön. So muss es sein. Es ist ein Saibling. Gebissen hat er auf eine ultraleichte Pose mit einer Bienenmade als Köder. Genau die richtige Größe für die Bratpfanne. Ja, zurzeit ist das mit den Forellen nicht besonders leicht. Deshalb sollte man sich überlegen, mit welcher Taktik kriegt man sie auf jeden Fall ans Band. Man ist an Forellensee gefahren, hat bezahlt, man will natürlich auch Fisch mitnehmen. So, unsere Taktik heute, grundnahes Angeln mit dem Bodentaster, aber auch etwas aktiv dabei. Und eine richtig aktive Angelei mit dem Spirulino. Wir machen das heute so, wir machen einen Wurf mit der Spirulino-Rute und legen aber vorher die Bodentaster-Rute ab. Nachdem wir eine Bahn mit dem Spiro durchgefischt haben, machen wir ein paar Kurbelumdrehungen mit dem Bodentaster und führen ihn etwas zu uns heran. Dann kommt gleich der nächste Wurf mit dem Spiro und so weiter und so fort, bis wir die Forellen gefunden haben. Beim Bodentaster variieren wir dabei mit den Vorfachlängen, die der Köder zum Bodentaster hat. So, dass man ungefähr guckt, steht der Fisch 30 cm über Grund, vielleicht aber auch nur 20. Das müssen wir herausfinden und das ist heute unsere Aufgabe. Eine Joker-Rute mit der Pose ist auch noch draußen. Ihr habt gesehen, darauf biss eben der erste Fisch. Ich hoffe aber, unsere Taktik mit dem Spiro und dem Bodentaster geht auf. Ja, den Bodentaster, den präsentiere ich am liebsten mit einer Fiederrute. Man sieht die kleinen und feinen Bisse direkt. Das ist eine Pickerrute, keine Fiederrute, Entschuldigung. Naja, Bodentastersystem, ganz einfach aufgebaut. Man zieht den Bodentaster auf die Hauptschnur, dann kommt eine Perle und dahinter knoten wir ganz normal einen Wirbel. Ein bisschen abstehender Schnur. Und danach das Vorfach. In meinem Fall jetzt 25 cm lang an einem kleinen Haken. Und an diesem kleinen Haken, da montiere ich jetzt ein bisschen Paste. Allerdings verwende ich Knoblauchpaste, die war in letzter Zeit nämlich sehr fängig hier bei uns im Norden. Und ja, ich nehme dazu einen kleinen Haken, kann ich mal zeigen. Hier, Berkeley Natural Scent Garlic Ale. Also wirklich, die stinkt so dermaßen, die Paste. Also, ob ihr nun zum Dönermann geht oder euch hier von was zwischen die Zähne schmiert, ist an die Latte. Naja, ich mache ein kleines Kügelchen hier ran. So. Schön ist, diese Paste treibt auf. Da brauche ich keine zusätzliche Styroporkugel oder ähnliches vorknoten. Ne? Bisschen an Haken festdrücken, denn mit der Zeit fällt die Paste auch ab. So hält sie. Das ist ein kleiner Happen. Sieht super aus. Ja, die Rute sollte auf jeden Fall auf Spannung gebracht werden. Das sieht man, wenn die Rute etwas... Da, guck, der erste Biss. Ich fasse. Der auflassende Bügel, der darf jetzt, der sollte ziehen, nach Möglichkeit. Das ging aber gut. Hammer. Da scheint die Forellskis am Start zu sein. Der zieht auf jeden Fall ab. Das ist ja klasse, direkt beim Erklären, ne? So, ein bisschen laufen lassen, damit er auch schlucken kann. Und dann den Anhaker setzen und den Fisch on. Klasse. Ja, bestes Vorführmodell. Die Fische stehen draußen, 25 cm über Grund, mit Garlicpaste gefangen. Und so einfach ist das. Noch Fragen? Der
erste Bodentasterfisch ist verhaftet. Super. Ja, ein schöner Fisch. Genau das Richtige für die Pfanne. Klasse, so kann es weitergehen. Auf jeden Fall scheint die Bodentaster-Methode gut zu funktionieren. Ja, zum Erklären der Spielremontage bin ich ja eben nicht gekommen, so schnell wie das mit dem Biss geklappt hat. Die Rute ist wieder draußen, wir warten auf den nächsten Biss. Ich nutze die Zeit und erkläre euch kurz meine Spiromontage. 14 Gramm schwimmender Spiro, auf die Hauptschnur gezogen, schön bunt, damit man auch immer sieht, wo er hinfliegt und wo er sich befindet gerade. Der läuft frei auf der Schnur, davor kommt eine kleine Perle und ein Dreiwegwirbel, direkt hier, ganz einfach. Ein langes Vorfach, in meinem Fall knapp 2 Meter lang und 30 Zentimeter oder 40, naja, vielleicht sind es auch 50 Zentimeter vor meinem Köder, habe ich einen kleinen Bleischrot geklemmt, dann den Haken und da fische ich jetzt eine blaue Paste dran. Mal gucken, das Bleischrot ist dazu da, dass die Paste so ein bisschen absinkt, wenn man mal Pausen macht, dann trudelt er so ein bisschen runter, dürfte klar gehen. Ja, ich habe hier so einen ganz kleinen Haken und da kommt jetzt meine Paste drauf. Dazu habe ich mir hier so ein bisschen blaue Paste als Kugel gerollt. Die forme ich jetzt hier rein. Erstmal als Kugel um meine Paste herum. Damit sie sich aber noch dreht, muss man sie so ein bisschen anwinkeln. Und das mache ich immer hier, indem ich sie so ein bisschen über meinen Knöchel drücke. Das geht vorne etwas spitz zu formen. Und hier, wie gesagt, leicht um den Knöchel gebogen. Dann bekommt die Paste so eine Form, wie man sieht. Tschack. Und die kann man ganz leicht ziehen und die paddelt und taddelt so durchs Wasser. Mal gucken, ob das heute auch fängt. Passt das rangeknetet. Jetzt mache ich mal ein paar Würfe mit dem Spiro und hoffe, dass das genauso gut klappt wie mit dem Bodentaster. Wenn nicht, wechsle ich die zweite Route auch auf den Bodentaster, weil darauf scheint es ja direkt gebissen zu haben, ne? Besserer Fisch. Und mir rutscht gleich vor lauter Aufregung die Brille von der Nase. Ja. So, ihr Lieben, auch wenn die Fische wie bescheuert auf Bodentastermontage beißen, wollen wir euch noch mal kurz erklären, was es eigentlich mit dieser Doppeltaktik auf sich hat. Ich habe jetzt die Paste an meiner Spirulino-Route gegen eine Bienenmade ausgewechselt, weil ich keine Bisse auf blaue Paste hatte. Ich mache jetzt nach wie vor weiter und schaue, ob auch Fische im Oberflächenbereich des Sees unterwegs sind. Die Bodentasterroute liegt jetzt ausgeworfen, da wo die ganze Zeit die Bisse kamen. Und ich fange jetzt weiter an mit dem Spirulino, beziehungsweise mache weiter mit dem Spirulino, werf aus. Und jedes Mal, wenn der Köder wieder vor den Füßen ist, drehe ich 2-3 Mal an meiner Bodentasterroute und hole sie weiter heran. Wenn ich keine Bisse mehr auf Spiro kriege, werde ich auch umsatteln mit der zweiten Route und dort ebenfalls einen Bodentaster montieren. Allerdings mit einem etwas anderen Vorfach. Tommy fängt mit ungefähr 50 cm Länge und ich mit 30. Auch beim Spiroangeln. Ich habe jetzt auch einen Naturköder drauf. Ruhig mal stoppen. Das Ganze absinken lassen. Ich habe einen Bleischrot dran, die Bienenmade sinkt hinterher und manchmal beim Abtaumeln kommen dann auch die Bisse. Vor allem jetzt, wenn Saiblinge im Teich sind, so wie wir heute schon eingefangen haben, kriegt man die gut auf eine Montage mit einer Bienenmade dran, zum Beispiel mit Naturködern oder Lachseiern. So, der Köder ist vor den Füßen. Ich gehe an meine Bodentasterroute. Ich drehe hier 2-3 Mal dran, dass der Köder ein Stückchen näher gerutscht ist. Zack, die Schnur bleibt auf Spannung. Ich nehme den Spirulino und mache weiter. Die Sonne ist rausgekommen und da ziehen die sich vom Ufer zurück und stehen weiter draußen im See. Ich habe jetzt so eine Kante angeworfen, wo es so von 3 auf 4 Meter runter geht. Und genau da habe ich jetzt den Biss bekommen.
Ich habe auch mal Saibling. Ja, Herr Krause, fallen Sie in Verzweiflung. Ja, ihr Lieben, für heute ist Schluss. Wie ihr sehen könnt, wir waren recht erfolgreich. Die Taktik war eindeutig. Mit dem Bodentaster haben wir am besten gefangen. Allerdings, ich habe einen Fisch mehr als Tommy. Dafür hatte ich auch eine Joker-Route draußen. Einmal haben wir mit Bienenmade gefangen und das andere Mal mit Rogen. Es war eine leichte Posenmontage, dicht am Ufer platziert. Auch der Köder. Ein besonderer Köder hat sich herauskristallisiert. Tommy, was war es für einer? Ja, in allererster Linie war es tatsächlich und ungelogen dieser Knoblauchteich. Diese Troutbait von Berkeley, Knoblauch. Der hat also wirklich die meisten Fische gebracht. Man glaubt es kaum, aber es ist so. Bei dem kalten Wasser stinkt der offensichtlich so angenehm, dass die Fische da einfach reinbeißen ja. müssen. Ja, du hast auch die ganze Zeit mit anderer Paste geangelt, mit quietschpinker Paste, mit gelber Paste. Da ging gar nichts mit. Da ging gar nichts mit. Also wie gesagt, ich habe sie fast, nee, ich habe sie alle wirklich mit Knoblauchteig gefangen. Stimmt. Er hat leider die größeren, muss man dazu sagen. Ja, die besseren. Ja, ein bisschen geschummelt, ne? Nein, nein. Spirulino-Angeln erklären wir euch einfach das nächste Mal. Das hat heute, ja, nicht so geklappt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.